Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier zur Vorstellung des Scorpion Exo Combat Rookie begrüßen. Bei diesem Helm handelt es sich zunächst einmal um einen Jethelm, der jedoch sehr, sehr viele Finessen mitbringt. Wir haben hier die Variante in, ich nenne es mal, Altsilber und in Anthrazit die amerikanische Flagge aufgebracht. So, die Außenschale dieses Helms besteht aus Polycarbonat, dementsprechend sehr schlagabsorbierend. Innenschale aus EPS gefertigt, passt perfekt dazu. Außenschale kommt in zwei Helmschalengrößen, passt sich dementsprechend der echten Kopfgröße des Trägers sehr gut an. Starten wir jetzt aber mal mit den Finessen dieses Helms, nämlich zum einen das integrierte Visier, was wir sowieso schon haben. Nun haben wir hier aber noch zwei Knöpfe, die wir lösen können und dann, ich habe da mal was vorbereitet, können wir dieses Kinnteil hier vorne mit wenigen Handgriffen anbringen. Ich halte es einmal dran, könnt ihr das ungefähr vorstellen. Sieht dann also sehr auffällig, sehr cool aus, ein bisschen in die Street Fighter Richtung. Stellt es euch mal hier hin und vervollständigt diesen Helm dann quasi zu einem Integralhelm. Wenngleich hier unten dann natürlich noch ein bisschen was offen ist, also wir haben jetzt nicht so einen dichten Abschluss wie bei einem richtigen Integralhelm. Wir haben hier montiert das klare Visier, knister, knister, im Lieferumfang ist aber auch nochmal, so rum muss es, ein getöntes Visier enthalten. Ich packe das erst wieder weg, also beides im Lieferumfang enthalten. So, wir schauen uns zusammen mal das Innere des Helms an. Können das Innenfutter komplett rausnehmen. Das wird mit Klettverschluss in Position gehalten. Wir haben hier einen Mikrometrik-Ratschenverschluss, der sich auch sehr einfach mit einer Hand öffnen lässt. Und auf der Stirnseite haben wir noch eine Belüftung, die man auf und zu machen kann, um eben die Frischluftzufuhr zu intensivieren. Dann habe ich euch schon alles zu diesem wunderschönen Helm gesagt. Ich hoffe, ich konnte euch dafür begeistern. Solltet ihr euch doch nach etwas anderem umschauen wollen, schaut gerne auf unserer Seite vorbei, da gibt es den einen oder anderen Helm. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß damit, falls ihr euch dafür entscheidet. Und ja, eine gute Saison. Bleibt oben, passt auf euch auf. Bis zur nächsten Produktvorstellung auf dem Kanal von Helm Express. Ciao.